Grüße euch, Paraguay Live, wie immer, herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Das heutige Thema, Haus bauen in Paraguay und genauer genommen bei uns in der Ecke in Piribebuy. Bleibt rein! So, noch ganz kurz, um natürlich Haus bauen in Paraguay. Auch in anderen Regionen, was braucht man natürlich? Grundstück. Also von daher verlinke ich euch oben hier in der linken Ecke ein Video, wo ich über die Grundstücke bzw. Grundstücksgrößen spreche. Also, falls ihr Interesse habt, einfach draufklicken und schaut euch zuerst diesen kurzen Video über Grundstücke an. Und wenn nicht, lade ich so herzlich ein, schaut euch das Video über Hausbauen in Paraguay. Ja, grüße euch. Also hier hinten seht ihr schon im Prinzip das schöne Haus, das Neubau, was ihr euch vorher ja gezeigt habe. Und wir versuchen heute, wie gesagt, das schöne Haus hier in Piribebuy, Ojopoy, Cordillera. Okay, also bleibt mit mir. So, hier hat man den Weg. Und hier, was man sehen kann, also direkt im Prinzip am Grundstück verläuft es. Drei-Phasen-Strom. Das ist wichtig. So, und da ist der Generator auch schon da. So, und hier oben kann man natürlich die Kolumnen sehen. So, da kann man die richtigen schönen Kolumnen sehen. Richtig nach DIN 4-3-Phasen-Strom. Also wie gesagt, es liegt direkt am Grundstück. Also hier kann man Tiefbrunnen sehen und den Tank Inox von 5000 Liter. Was natürlich für einen Haushalt oder auch mehrere Haushälte ja, genug ist. Schon das Haus sehen. Also wie ich schon erwähnt habe, ist es 8 Meter auf 10 Meter. So, und da hier sind die Jungs schon am Arbeiten. Mit dem Dach bzw. die Holzkonstruktion. Das ist heutzutage nicht gerade billig und vor allem man muss wirklich aufpassen, dass man wirklich eine gute Qualität des Holzes bekommt. Aber es sieht wirklich gut aus, also von daher sollte man davon ausgehen, dass es in Ordnung sein wird. So, hier nochmal die Ansicht. Seitenansicht sozusagen. Also man sieht sogar das Gefälle nach hinten zu den Palmen hin. Und da hinten, da zeige ich euch nachher, wird die Klärgrube gemacht. Also Klärgrube in Anführungszeichen. Und hier sieht man
aus. Weil das aus ist. Und wie immer die tollen Palmen und das Top-Wetter bei uns. So, und hier wird ja die Kläranlage in Anführungszeichen gemacht. So, ohne Maschinen, aber es funktioniert. Und was darf nicht fehlen? Natürlich. Tere. So, und hier nochmal der Blick sozusagen von der Gartenseite aus. So, und da wird an den Sparren da gearbeitet, ganz fleißig. Und das Holz ist auch eine gute, also qualitativ gute Ware. Das kann man schon mit den bloßen Augen sehen. Also so funktioniert das. Also es scheint wirklich problemlos zu funktionieren und mit dem befreundeten Bauunternehmen. So, hier die Jungs noch mal am Arbeiten, um die Strompfosten und den Generator anzuschließen. Man sieht es ganz genau. Also von daher wirklich top Arbeit und das Wetter ist auch herrlich, von daher funktioniert alles einwandfrei. So, also ich hoffe, ich konnte euch damit etwas helfen. Das Haus, wie man hinter sieht, sieht schon ganz vernünftig aus. Und das Ganze drumherum, also der Wassertank, ist schon fertig. Also mit 5000 Liter ist genug. Und die Jungs an der Stromleitungen sind auch voll am Arbeiten. Also von daher vielen Dank, auch vielen Dank für eure Zeit und wir machen noch ein paar Fotos vielleicht dazwischen, damit ihr es erkennen könnt. Also die Arbeit ist wirklich top, klasse, kann ich nur empfehlen. Also immer anrufen und unten bitte eure Kommentare nicht vergessen, weil das auf jeden Fall wichtig ist, okay? Also ruf uns an, hier kann man immer noch die Grundstücke erwerben, wie gesagt ab 1000 Quadratmeter. Also bis dann, mach's gut, ciao, ciao.